Hallo und herzlich willkommen zurück. Das sind wir wieder in Mass Effect 2. Bei der Ankunft. Der Countdown, bei dem ich mich frage, ob man ihn theoretisch ablaufen lassen kann. Ich meine, irgendwie wäre es ja doof. Man müsste hier wirklich 2 Tage rumstehen, aber nichts, was ich machen würde, aber interessieren würde es mich. Gehen Sie durch die linke Tür am Ende dieses Ganges. Okay. Was ist erforderlich, um das Projekt wieder in Gang zu setzen? Alles war vorbereitet, als wir verhaftet wurden. Es ging nicht um können wir, sondern um sollten wir. Wie sehen die Alternativen aus? Die Reaper werden dieses System in jedem Fall erreichen. Aber das Alpha-Portal ist ihre Abkürzung zum Rest der Galaxie. Wenn sie die Reaper auf Distanz halten wollen, muss das Portal zerstört werden. Ja, das ist schon eine heftige Entscheidung irgendwie, weil wenn das Portal zerstört wird und wirklich die Kolonie und also das ganze System zerstört wird. Wir müssen das Projekt wieder zum Laufen bringen. Es ist vermutlich unsere einzige Chance. Schwierig. Sekunde, ich öffne die Tür. Commander Shepard, das ist Objekt Ro. Sie lassen das Reaper-Artefakt einfach so rumstehen? Ganz offen? Als wir es fanden, hat es mir eine Vision von der Ankunft der Reaper gezeigt. Kenson, das ist nicht gut. Warten Sie kurz, Shepard. Es wird Ihnen den Beweis geben, den Sie brauchen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie das Projekt in Gang setzen. Nicht zulassen, dass Sie die Ankunft verhindern. Das war ja schon fast vorherzusehen. Natürlich habe ich niemanden mit. Gut, wenigstens nur mehr von einer Seite dieser. Leisten Sie keinen Widerstand. Geben Sie auf, dann werden Sie verschont. Wer war das? Ja, Mann, das ist verdammt richtig. Genau. Ihre Galaxie ist in Sicht. Ihre letzten Tage sind angebrochen. Jetzt ist es ja einmal, als redet da einer der Reaper mit mir. Spezies wird kommen.
Ich habe was von schweren Mechs gehört und dachte mir, ich sollte mich in Sicherheit bringen. Das kriegst du zurück. Hab Vertrauen in das Artefakt. Es ist bald vorbei. Sie werden der Erste sein, der Zeuge unserer Ankunft wird. Ja. Blödes Artefakt-Ding. Habe die Krankenstation und flieg ihn zusammen. Wir wollen Shepard lebend. Als würde Shepard gerade eben aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung. Das Beruhigungsmittel wirkt nicht. Wache! Keine guten Schützen. Das Schild lässt sich doch bestimmt irgendwo umgehen. Weg da von dem Terminal! Das Projekt ist fast abgeschlossen. Ich dachte, ich würde so etwas wie Befriedigung empfinden, aber das nur Angst. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, wir machen etwas Schreckliches. Aber es ist irgendwie nice, mal einen Mech zu steuern. Das ist mal was anderes. Und schon habe ich ihn geschrottet. Shepard ist entkommen. Alle verfügbaren Mannschaften in den Krankenflügel. Er darf das Projekt nicht aktivieren. Shepard war jetzt 2 Tage lang durchgehend ruhig gestellt. Wir mussten jedes Mal die Dosis erhöhen. Gerade eben sah es so aus, als würde Shepard aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung! Das Beruhigungsmittel wirkt nicht! Das verdanken wir dann wohl dem Lazarus-Projekt, dass das Mittel immer stärker dosiert werden musste. Heute Morgen bin ich schweißnass aufgewacht. Der Albtraum war wieder da, der mit dem gewaltigen Raum.
Das klingt nach der Sau. Jetzt habe ich dieses Bild vor Augen. Warum hört das nicht auf? Das klingt sehr nach der Sovereign. Eindeutiger Einfluss von Reaper. Wenig Zeit. Ich muss den Asteroiden in Bewegung kriegen und dann schleunigst verschwinden. Knapp 2 Stunden ist wirklich nicht viel Zeit. Das klingt sehr nach dem. Ich habe Dr. Kinson davon erzählt. Und sie scheint es zu verstehen. Was zum Teufel geht hier vor? Die langen Pausen sind immer ein bisschen nervig. Das klingt sehr stark nach der Indoktrination der Reaper. Verdammten Flashbangs. Shepard ist an ihnen vorbei. An alle, los, rennt ab! Sichert den Projektkontrollraum. Lasst Shepard nicht rein. Ja, wir kommen da sicher irgendwie rein, oder? Ja, wurden wir? Noch einer, da ist er. Irgendwas zu looten? Nee. Da ist was zu looten. Da ist eine Tür. Da ist keine Tür. Irgendwas? Nee. Okay. Schade. Na dann. Auf und davon. Neu kopieren. Ach ja. Shepard, die Ein-Mann-Armee. Die nicht verlangsamt sein, wenn ich in dem Zoom-Modus drin bin? Habe ich irgendwie nicht das Gefühl. Sind sie auch nicht. Das sollten sie doch eigentlich, oder? Ungünstig. Schwein gehabt. Da ist irgendwo ein Forschungslog da. Kinson verhält sich seit kurzem seltsam. Als wäre ihr das Projekt überhaupt nicht mehr wichtig. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Träume hat. Kommt da jetzt noch was? Die Reaper kommen, sagt sie. Aber ich bin nicht sicher, ob dabei Angst oder Hoffnung in ihrer Stimme liegt.
du blöder Penner. Sie haben uns gesehen. Na komm schon. Hab ich dich. Ja, ich glaube, das waren alle. Hier noch ein Lock? Nee, okay. Oh Mann. Warum stürzen sie dich alle gegen mich? Ja, vergiss es. Die sind alle indoktriniert. Die wissen gar nicht, was sie tun wahrscheinlich. Je länger wir hier sind, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass wir das Projekt abbrechen müssen. Wir wissen einfach nicht genug darüber, was die Reaper eigentlich wollen. Ja, stimmt. Es ist dumm, davon auszugehen, dass die Reaper den Untergang der Galaxie bedeuten. Laut Legenden waren sie früher auch schon mal da. Und trotzdem gibt es noch immer Leben. Hoppla, Verzeihung. Das hat uns die Sovereign, glaube ich, erklärt, oder? Das ist ein Zyklus. Ich glaube, sie greifen ja nur Leben an bei einer gewissen Zivilisationsstufe an, ne? Bei einer gewissen Entwicklungsstufe. Hat da nicht die Sovereign irgend sowas gesagt? Habe ich nicht mehr. Hat aber gereicht. Oh nee, da ist noch einer. Okay. Bin ich jetzt schon in der Projektkontrolle? Könnte gut sein, ne? Ich werde selber nochmal umschauen. Und noch irgendwo was zum Einsammeln ist. Oder Audio-Logs oder irgendwas. Was sieht nicht so aus. Aber da nach unten? Nein, da geht's auch nicht weiter. Gut. Dann haben wir nur die Maschinensteuerung hier. Na dann. Willkommen in der Projektkontrolle. Ich will das Projekt aktivieren. Warnung. Die Aktivierung des Projekts führt zu geschätzten Verlusten in Höhe von 305.000 Opfern. Möchten Sie fortfahren? Tja. Es geht nicht anders. Kolonisten im Bahak-System. Hier spricht... Shepard, nein! Haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Canson? Dr. Canson ist unterwegs zum Reaktorkern. Eine E-Zero-Kernschmelze müsste reichen. Wegen Ihnen wird jeder auf diesem Felsen vernichtet. Nicht, wenn ich Sie zuerst erreiche. Let's go! Ja, dann schauen wir mal.
Die war gut. Die hat mich eiskalt erwischt. Dadurch, okay. Na dann schnappen wir uns, Dr. Kenson. Zuerst retten wir sie und dann machen wir sie fertig. Yeah! So macht man das. Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten, Shepard. Ich muss das tun. Ich habe das Projekt bereits aktiviert. Wir können immer noch von diesem Felsbrocken runter. Es gibt kein Entkommen. Und für Ihre Taten gibt es keine Erlösung. Ich werde sterben, ohne die Segnungen der Reaper erfahren zu haben. Und Sie sterben einfach nur. Verdammt, Kenson! Typisches Indoktrinationsverhalten. Shepard sitzt in der Falle, er darf da nicht raus. Das ist nicht mehr die gleiche Kenson, wie sie früher war. Der Einfluss der Reaper ist in dem Punkt ziemlich gemein. Das funktioniert alles so subtil. Oh, ich will da runter. Sie beschießt mich auch mit Feuer, beschieße ich sie auch mit Feuer. Wie stabilisiere ich den Reaktorkern? Alle automatischen Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert, um den Reaktorkern zu stabilisieren. Führen Sie manuell Kühlstab A von dieser Kontrollstation ein. Führen Sie manuell Kühlstab B von Kontrollstation B ein. Dadurch wird der Reaktorkern stabilisiert. Kühlstab A wieder eingeführt. Reaktorkühlung hat eingesetzt. Ich brauche mehr Zeit. Rein da! Wir wurden entfernt. Mann, Leute, ihr müsst doch nicht alle draufgehen. Lasst doch einfach gut sein und haut mit mir ab. Das ist doch nicht so schwer. Freisetzen von Plasma abgebrochen. Jetzt kann ich wahrscheinlich da rein. Ja. Schnell durch, wenn das Ding angeht, während ich da drin stehe. Dann bin ich erledigt. Ist das nicht die Tür zurück? Warum habe ich die von... Na egal. Schilde verloren.
Ja, ich habe die Schilde verloren, aber ihn hat's zerrissen. Warten. Das wirkt jetzt schon wieder verlangsamt. Hier ist sonst nichts. Nee. Gut, dass das die Kühlleitungen nicht beschädigt hat. Sicherheitsschloss deaktiviert. Ja. Freiheit! Und erwischt. So. Dann wird es Zeit, dass wir das schon langsam zu einem Ende bringen, was? Bevor uns noch die Zeit ausläuft. Das wäre jetzt nicht so gut. Ich finde es irgendwie seltsam, dass sie manchmal Englisch reden. Aber ja, kann passieren. Ja, das war, ja, die falsche Richtung. Hab ich? Nee. Ha. Da steht doch noch einer. Nein, das tust du nicht. Da steht doch noch irgendwo einer. Mann, wie viele seid ihr denn noch? Hm. Erwisch ich nicht. Tja, ihr schießt auf mich Feuer, schieße ich auf euch auch Feuer. Fair ist fair. Solche Nervensägen. Da will man ihnen nur helfen, aber nein. Die müssen sich ja alle indoktrinieren lassen. Okay, da ist ein Lift. Da ist ein Wandsafe. Infiniertes Element Zero. Kühlstab. Kühlstab B wieder eingefügt. Reaktorschmelze verhindert. Kerntemperatur sinkt. Sie haben nichts erreicht, Shepard. Ich kann die Energieversorgung der Maschinen immer noch übernehmen. Ich bin noch nicht fertig. Gehen Sie vom Reaktor weg. Sie haben alles ruiniert. Ich kann das Flüstern nicht mehr hören. Umdrehen. Sofort. Sie haben mir alles genommen. Ich werde die Ankunft der Reaper nicht erleben. Sie hätten nur weiter schlafen müssen. Das war alles völlig unnötig.
Kansen, Sie müssen das nicht tun. Wir können von diesem Asteroiden runter. Nein, das können wir nicht tun. Hat sie sich gerade selbst gesprengt? Ja, yeah, ich hab's verstanden. Wir müssen weg. Joker, hier ist Shepard. Holen Sie mich ab, sofort. Kommunikationssystem beschädigt. Verdammt! Evakuierungsprotokolle aktiv. Das gesamte Personal zu den Rettungsshuttles. Wo finde ich ein Rettungsshuttle? Nehmen Sie den Aufzug von diesem Raum zum externen Zugang. Begeben Sie sich von dort aus zum Kommunikationsturm. Alles klar. Die verbliebenen Rettungsshuttles befinden sich auf dem Landeplatz des Turms. Ich muss zu diesem Kommunikationsturm und ein Shuttle erwischen. Meine einzige Chance. Ja, dann nichts wie hin. Können doch nicht mehr so viele Leute hier sein, oder? Beziehungsweise sollten nicht alle, die noch übrig sind, abhauen? Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Unten ist noch ein Wandsafe. Klassischer Gamer. Ich muss ganz schnell hier raus. Da ist noch was zum Mitnehmen. Die Tür geht auf. Da war irgendwas. Luftschleuse. Das heißt, ich bin jetzt schon am Landeplatz. Faszinierend ist irgendwie, ich glaube, das kommt wirklich näher, oder? Ja, dass die Namen, die auf Empfang ist, können wir nur hoffen. Es wird Zeit, die großen Kanonen auszupacken. Na komm, Schilde. Das hat ihn auf jeden Fall schneller erledigt als alles andere, was ich so habe. Na sicher kommt das näher. Externer Kommunikationskanal offen. Shepard an Normandy. Joker, hören Sie mich. Shepard, Sie werden langsam lästig. Sie bekämpfen das Unvermeidbare. Staub der kosmischen Winden trotzt. Das mag Ihnen wie ein Sieg vorkommen. Ein Sternsystem geopfert. Doch selbst jetzt sind Ihre größten Zivilisationen dem Untergang geweiht. Ihre Herrscher werden darum betteln, geerntet zu werden.
Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht können wir nicht gewinnen. Aber wir bekämpfen sie trotzdem. Genau wie die Sovereign. Genau wie ich jetzt. Wir mögen unbedeutend sein, aber wir werden kämpfen. Wir werden Opfer bringen. Und wir werden einen Weg finden. So sind Menschen nun mal. Sie sollen wissen, während sie sinnlos sterben. Ihr Ende wird kommen. Ihre Spezies wird fallen. Machen Sie sich bereit für die Ankunft. Commander Shepard, Normandy zur Abholung im Anflug. Verstanden. Anscheinend haben Sie sich erholt. Admiral Hackett. Klingt, als wären Sie da unten durch die Hölle gegangen. Wie geht es Ihnen? Gut. Keine Visionen mehr, falls Sie das meinen. Ich hätte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Sie sind da raus, um mir einen Gefallen zu tun. Also wollte ich die Nachbesprechung selbst machen. Das war, bevor das Massenportal explodiert ist und ein gesamtes batterianisches System vernichtet hat. Was zum Teufel ist da draußen passiert, Commander? Das war ich nicht. Haben Sie Informationen darüber erhalten, was geschehen ist? Irgendwie schon. Ich weiß nur, dass ich Sie losgeschickt habe, um Amanda Kenson aus dem Gefängnis zu holen. Und jetzt ist ein gesamtes System vernichtet. Ich hatte gehofft, Sie könnten die logische Lücke zwischen den beiden Ereignissen schließen. Ja. Das muss sich seltsam anhören für ihn, ja. Ich habe Dr. Kansons Beweis bestätigt. Die Reaper kamen und die Zerstörung des Portals war der einzige Weg, sie aufzuhalten. Kanson hatte mich fast 2 Tage lang ruhig gestellt. Als ich die Triebwerke startete, blieb mir nur noch eine knappe Stunde. Ich habe versucht, die Batterianer-Kolonie zu warnen, aber die Zeit war zu knapp. Die Batterianer melden keine Überlebenden auf Aratot. Wenigstens haben sie es versucht. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Das steht mit Sicherheit alles in Ihrem Bericht. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batterianer werden Blut sehen wollen. Es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batterianern. Aber nicht, solange sich die Kollektoren da draußen unsere Kolonisten greifen. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber in dem System lebten über 300.000 Batterianer. Sie sind alle tot. Ja, das tut mir auch wirklich leid. Sie sind gestorben, um Billionen von Leben zu retten. Ich hätte sie gerettet, wenn es möglich gewesen wäre. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Bei mir rennen Sie offene Türen ein, Commander. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie einen verdammten Orden. Leider wird das nicht jeder so sehen.
Was schlagen Sie also vor? Die Beweise gegen Sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden Sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass es Ihnen nicht leicht gemacht wird. Ist die Allianz wegen der batarianischen Reaktion auf diesen Vorfall besorgt? Sehr sogar. Die Batarianer suchen nach einem Kriegsgrund, seit wir in der Galaxie aufgetaucht sind. Bei einer Invasion der Reaper muss aber die gesamte Galaxie zusammenarbeiten. Sind wir mit den Batarianern im Krieg, werden die anderen Spezies zögern, irgendeine Seite zu unterstützen. Ja, das ergibt Sinn. Ich hätte nicht erwartet, Sie an Bord eines Cerberus-Schiffes zu sehen. Ich mag Cerberus und seine Methoden nicht. Aber sie haben sie wiederbelebt und sie unternehmen etwas für die Galaxie. Für den Moment kann ich also freundlich sein. Auch das ist verständlich. Was unternimmt die Allianz wegen der Kollektoren? Wir stellen Flotten bei unseren großen Kolonien auf und evakuieren die kleinen. Aber die Schiffe, die auf Kollektoren gestoßen sind, haben sich nicht mehr gemeldet. Wir sind ihnen unterlegen. Ich hoffe wirklich, dass Sie und Cerberus noch ein Ass im Ärmel haben. Ja, das hoffe ich auch. Ich stehe nach dieser Mission gerne für einen Prozess zur Verfügung. Freut mich, dass die Arbeit für Cerberus Ihrem Ehrgefühl nicht geschadet hat. Wenn es Ihnen dann besser geht. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Genau. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander. Eine ganze Kolonie. Was hat er gesagt? 305.000? Das ist schon eine Menge. Aber hey, es hat geholfen, die Reaper aufzuhalten, zumindest eine Weile. Das ist schon viel wert. Na gut, Leute. Das war das Ende des DLCs und... Boah, auch das Ende der Folge, würde ich sagen. Dauert eh schon viel zu lang. Ja. Dann danke fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.